So, machen wir heute gar nicht lange hier. Standbild, dies, das, Ananas. Wir befreuen uns zuerst mal auf den Stream jetzt. Ich begrüße euch erstmal Florian Werder, Juno, Kevin, King Sunny Black, Sorcerer, Florian, Antonski. Antonski, so, jetzt aber Alpha Troop. Schön, dass ihr schon am Start seid. Schön, dass ihr hier bei dem Transfer-News Werder Stream dabei seid. Natürlich gibt es heute nur Transfer-News rund um den SV Werder Bremen, nicht um irgendeinen anderen Verein. Das muss ich ja auch mal kurz vorher einmal gesagt haben. Heute über den Tag sind einige Sachen reingekommen. Ich habe heute ja auch zwei Videos hier auf dem Kanal hochgeladen und sogar ein Video auf dem zweiten Kanal verlagert, weil das einfach zu viel hintereinander sonst gewesen wäre. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr mal kurz schon mal reinschreiben würdet, wie ihr den Ton findet, ob der Ton so in Ordnung ist. Mein Plan war jetzt mit euch gleich mal ein bisschen bei den Kandidaten reinzuschauen. Also uns da ein bisschen was anzugucken, schauen, was könnte noch passieren jetzt in der Wintertransferzeit, was geht da noch, was kommt da noch und so weiter und so fort. Und genau, dann sage ich gleich auch nochmal was dazu. Ich würde auch probieren, mit euch ein Highlight-Video von Adrian Fein zu schauen. Wir müssen nur da die Musik ausmachen. Ich weiß nicht, ob wir uns das angucken können ohne Probleme. Wir müssen es einfach probieren. Ich habe keine Ahnung. Im schlimmsten Fall, glaube ich, kriegen wir hier halt über den Stream kein Geld drüber, aber das ist dann so. Also kein Geld für die Kanaleinnahmen, so, also wenig Klicks mäßig. Aber das ist dann so. Ich hoffe nur nicht, dass das gesperrt wird. Das wäre dann blöd. Das wäre viel beschissener. Ja, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier schon direkt. Ach, guck mal, es ist sogar hier schon direkt auf lautlos. Okay. Das ist auch ein Kanal, wo das eigentlich klappen müsste. Ich werde den Kanal mal verlinken trotzdem. So, pass auf, kopieren. Ein Moment. Ton passt, Ton perfekt, super. Ich mache noch kurz hier eine Sache. So, pass auf. Adrian Fein. Original. Warte mal. Original Video. So, also jetzt haben wir wirklich eigentlich ja, eigentlich haben wir alles gemacht, was man, worauf man achten musste oder achten muss, müsste so. Und zwar, pass auf, habe ich dieses Video rausgesucht gehabt hier für uns. Adrian Fein, Welcome back to Bayern München 2020. Das war nach der Leihe von Nürnberg. So, nach der Leihe von Nürnberg, Nürnberg, sorry, nach der Leihe von Hamburg, von München nach Hamburg, die nach dieser Leihe. Ging er ja, also ist er eigentlich zurückgekehrt zu Bayern München und dann kam dieses Video eben von Pro Football. Ich habe euch das Originalvideo hier unten auch verlinkt, um eben auch wirklich Nummer sicher zu gehen. Okay, kurz Glück auf euch und alle Grüße, Grüße, moin, seid gegrüßt, Leute, Grüße. Was denkst du über unsere Torsituation im Sommer, Pavla, Zetterer oder jemand ganz anderes? Finde ich sehr schwer zu werten. Und es liegt auch so ein bisschen daran, ob wir in der ersten Liga bleiben, ersten Liga kommen oder halt eben nicht. So, guck mal, in welcher Qualität können wir uns das reinziehen. Okay, 1080 passt doch. So, dann würde ich sagen, wir machen das einfach mal auf Play. Wie gesagt, ich habe halt den Ton hier extra ausgelassen. Dafür haben wir halt die Musik an. Müssen nur mal gucken, wo wir die Facecam am besten hinmachen. Das weiß ich überhaupt nicht. Machen wir mal hier gerade. Gucken wir mal gerade. So, pass auf. Also das sind jetzt die Highlights von Adrian Fein, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja? So, um mal hier, Adrian Fein, ja? Um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der überhaupt Spielertyp technisch drauf ist. So. Ja, flinke Bewegungen, platzierter Abschluss. Das ist übrigens, das ist in dem Clip auch häufiger, das ist auch allgemein häufiger in so Videos von Adrian Fein oder auch Spielweise von Adrian Fein. Er hat ein enormes Talent dafür, die Bälle einfach zurückzuerobern. Also Ballgewinn und Ballbehauptung ist bei Adrian Fein ganz, ganz groß geschrieben. Technisch auch sehr, sehr starker, feiner Spieler. So.
Weiter geht's. Guck mal, platziert, geht leider durchs Mittelfeld. Guck mal. Einmal ein Diagonalball von einem Fall in den Fuß. Genauso muss auch so ein Diagonalball auch aussehen. Ja, hier bei der deutschen U21, glaube ich, ist das. Guck mal, da auch feiner Ball. Ja, das. Diese Situation kenne ich auch noch. Schönes Tor auch. Also wie gesagt, für die Leute, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, worum es hier überhaupt geht oder sonst was, ne? Das ist wie gesagt wirklich ein Highlight-Video jetzt gerade von Adrian Pfeil. Wir gehen natürlich gleich noch auf ein paar weitere Transfers ein, ne? Ist ja klar. Ich muss noch kurz gucken, weil ich sehe gerade hier, wir sind der RWE, hat mir gerade, also hat hier gerade auch reingeschrieben. Hast du mir schon auf Insta geschrieben, ja? Wir sind der RWE. Hattest du mir geschrieben gehabt schon, mein Bester? Wenn ja, schreib ruhig mal gerade hier deinen Instagram-Namen rein. Dann, ach guck mal hier, wir sind RW. So. Hattest du noch nicht geschrieben gehabt, ne? Ich weiß nicht, ob das dein Account hier ist, aber ich denke mal, ich schick mal gerade deinem Account hier so eine Nachricht. Muss mir gleich sagen, ob das der ist. Also, wie gesagt, das sind jetzt die Highlights von Adrian Pfeil. Es geht um Folgendes. Ein paar Leute haben nämlich geschrieben gehabt, das ist ja gar kein, also den können wir doch nicht als Sechser spielen und bla bla. Adrian Pfeil ist ein gelernter Sechser, also ein gelernter zentraler defensiver Mittelfeldspieler. So, ein technisch starker zentraler Mittelfeldspieler mit Stärken in der Ballbehauptung, sowohl beim Abschluss als auch bei der Spieleröffnung, aber auch bei vor allen Dingen dem Ball zurückerobern, also bei Balleroberungen ist Adrian Pfeil ganz, ganz stark. So, ja, guck mal auch so, das ist ja ein Diagonalball, der, genau so muss ja einer kommen, weißt du? Guck mal, Postenschuss, bupp, zack, klatsch. Ja, und mal Ball wegschießen, zack, wieder trockener Abschluss, zack, ja. Der ist auch, also geht auch mit nach vorne, aber seht ihr auch, ne? Ist immer da, 16er Kante steht da. Guck mal hier auch wieder, feiner Ball. Er hat einfach auch dieses Auge. Es gibt einfach manche Spieler, die haben auch einfach dieses super Auge. Und wie gesagt, ist der in einer Sache ist vor allem Adrian Pfeil extrem stark. Da seht ihr es auch mal. So, Ball behauptet. Guck mal. Zack, zack, zack. Vier Spieler stehen lassen. Und wer jetzt sagt, ja, bla, 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 hier zweite Liga. Ja, genau darum geht es ja. Er hat das eben in der zweiten Liga bewiesen. Das ist ja das Schöne. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eben das Schöne, dass er sich in der zweiten Liga schon bewiesen hat. Guck mal da, auch wieder. Habt ihr gesehen? Guck mal, er ist einfach im richtigen Moment auch da. Versteht ihr? So um die Bälle dann da eben zurückzuholen oder zurückzuerobern. Genau so muss es auch sein. Guck mal, guter Ball. Moin Meister. Ja. Ja, auch mal einen abfackeln. Warum nicht? Auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Ja, und guck mal, da. Seht ihr, guck mal, seht ihr, wie der hier am Zusammenscheißen ist? Genau sowas brauchst du doch im zentral-defensiven Mittelfeld. Deswegen habe ich Adrian Pfeil auch schon im Sommer ins Gespräch gebracht gehabt. Und ja, hatte da ja auch gesagt gehabt, das ist jemand, der weißt du, den kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass der da aufblüht, wenn er erstmal voll drin ist. Der ist 1,87 groß, ne? So, der ist 1,87 groß, dass der dann da auch mal den Brüllkäfer macht auf der 6, ne? Die Leute zusammenscheißt und dann das Spiel richtig eröffnet. Leider mit Kaufoption, genau sowas schwebe ich vor. Also genau sowas, denke ich, ist realistisch da. Leider mit Kaufoption. Und die Kaufoption auch nur, wenn Werder aufsteigt. So, sonst ist der auch einfach nicht bezahlbar. Aber versteht ihr, was ich meine? Guck mal, also diese eine Szene da im Mittelfeld, wo der die da alle stehen lässt. Die will ich gerne noch mal sehen hier. Ist das hier? Nee. Mal kurz noch mal gucken. Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese eine Szene von gerade eben, wo der alle Mann im Mittelfeld stehen lässt.
Ja, ich bin ja, wo das jetzt. Hier, da, guck mal. Guck mal, da machen wir noch mal ein bisschen zurück hier. So, guck mal. Hier gehen wir hin. So, pass auf. So, wird angegriffen, unter Druck. Die meisten Spieler, gerade Richtung Mittelfeld, in der Mittelfeldposition, würden von hier aus erstmal den Ball versuchen, hier hinzuspielen, zur kürzesten Distanz. Oder versuchen, auf schnelle Welle die Ball diagonal hier hinzubekommen, weil hier drei Mann von Hamburg stehen. Was macht aber Adrian Fein? Jetzt gucken wir mal. Lässt den ersten stehen, geht am zweiten vorbei, sieht, dass er den Laufweg hier innen zumacht, das heißt, er geht über außen weiter. So. Schau ich dann an. Guck mal, hier, diese Bewegung. Was macht der Verteidiger hier? Den Ausfallschritt hier nach links. Versteht ihr? Er macht den Ausfallschritt hier nach links, weil Adrian Fein zeigt, okay, ich spiele nach hier. Aber was macht er dann? Zack. Habt ihr gesehen? So, den Haken stehen lassen und wieder am nächsten vorbei. Dritten Mann stehen lassen. So, hier denkt er, guck mal, ich zeige euch das. So, pass auf. So, hier, guck mal, der Spieler von Pauli, muss den Raum hier zumachen, weil er ganz klar sieht, okay, der Ball wird wahrscheinlich hier hinkommen, dass er hier zumachen kann, beziehungsweise das Zentrum dann wieder schließen kann. Heißt, er steht hier und was macht Adrian Fein, anstatt hier rüber zu spielen, macht nochmal den Haken und dann hast du vor allen Dingen hier den Weg frei. Das heißt, der Stürmer. Wenn der Stürmer richtig schaltet und hier steht zwischen den Innenverteidigern, zwischen den Ausfällen und Innenverteidiger, kann Adrian Fein den Ball hier durchstecken. So. Versteht ihr? So. Und da macht er den Chipper, Abschluss und Torwart hält am Ende. Aber so ein Alleingang, das ist, ich kann da einfach nur sagen, das ist großartig. Das sah auch richtig toll aus. So. Und was ich damit sagen will oder was ich damit auch zeigen will, ist halt einfach, weißt du, die Leute, die halt dann sagen, so, ne, der passt nicht oder sonst was, oder hier, ja, wir haben doch Grosso, das ist was vollkommen anderes. Vor allem, weil Adrian Fein noch extrem jung ist, er hat noch viel Entwicklungspotenzial, er kann noch so viel besser werden. Versteht ihr, was ich meine? So, und auch an sowas muss man dann eben auch denken, ne? So, ist ja klar, ist ja ganz klar. So, und jetzt gehen wir mal auch auf Transfermarkt. Warte mal. Wo ist Transfermarkt? Da ist Transfermarkt. So, Transfermarkt müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich wieder mal gucken, wegen der ganzen Werbungs Scheißendreck. Das ist echt immer ein Müll hier mit der Werbung, ne? Ich sag's euch ehrlich. Wartet, ich hab's glaube ich gleich. So, ich habe gerade das System gedribbelt. Pass auf. So. Ich wollte kurz gucken, ob wir jetzt noch weiter dribbeln können, das System. Ja. Nein. Ah. Jetzt müssen wir erstmal wieder so machen. Pass auf. Ja, wunderbar. Okay, wir haben das Ding gedribbelt. Okay, perfekt, wir sind da. Also, wir schauen natürlich jetzt mal auf den Transfermarkt nach. Was geht denn hier überhaupt? So, was steht denn hier? Gucken wir mal hier. Das heißeste Gerücht, was seit Wochen hält, Christian Fasnacht. Was ist das neueste Gerücht? Nemanja Motika. Das ist eben das Werder-Talent. Linksaußenspieler, 1,2 Millionen Marktwert hat er. 18 Jahre alt und schon, ich glaube, 24 Score oder so. Habe ich vorhin heute noch im Video gesagt. Machen wir mal hier. So, den machen wir mal da gleich auf. Wir gucken uns die jetzt hier sowieso mal an. Den meinen Multika. So, 24 Spiele, 24. Ja, von 24 möglichen Spielen hat er 24 gemacht. 15 Tore und 8 Vorlagen. Und 8 Vorlagen, das heißt 23 Scorer in 24 Spielen mit 18 Jahren. Das ist eine sehr interessante Sache. Guck mal, jetzt steht hier übrigens Werder Bremen auch drinnen, nachdem die Zeitschriften das ja auch schon geschrieben hatten, ist es jetzt auch mal nachträglich eingetragen worden. Hamburg, Augsburg, Bremen, das sind die Clubs, die auch von allen Zeitschriften aktuell genannt werden. Nemanja Motika. Ich kann euch übrigens hier auch noch mal kurz sagen, Chat. Morgen wird es dazu ein Video geben, hier auf dem Kanal, mit einem Bayern München Experten.
also Bayern München Fan und eben auch Experte von, also kennst gut aus mit Bayern München, der dann uns mehr über Nemanja Modica auch erzählen wird. Deswegen halte ich mich da heute kurz. Genau, morgen kommt dazu mehr. Jetzt auch ein Gerücht, wo ich auch einige Male drauf angeschrieben und angesprochen worden bin. Ja, so, ihr könnt auch gerne, wie gesagt, schreibt mal gerne hier auch Namen rein, die wir uns noch angucken sollen oder so, was ihr gehört habt, ne? Schreibt es mal gerne rein. Würde mich übrigens, by the way, trotzdem sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ihr wisst ja, ich kann den Stream eh nicht so krass lange machen. Das liegt aber nicht an euch. So, das liegt einfach daran, dass ja mein Stuhl noch kaputt ist. So, ich kann mir erst nächsten Monat dann wahrscheinlich einen neuen Stuhl holen. Guck mal, was ich jetzt gemacht habe. Warte. Oh. Hier, ich habe so eine Decke unter meinen Stuhl gelegt. Also unter meinem, da wo ich sitze, gelegt. Warte mal. Oh, jetzt habe ich hier jetzt wieder Kacke gemacht. Oh. Damit ich irgendwie überhaupt so ein bisschen sitzen kann. Das hatte ich vorhin auch bei der Aufnahme. Ja, so. Machen wir erstmal weiter. Auf jeden Fall kann ich deswegen nicht so lange streamen, dass ihr da Bescheid wisst. Habe ich ja gestern auch schon mal gesagt gehabt. So, jetzt aber erstmal weiter hier im Stream. Rodriguez, der Innenverteidiger aus Brasilien, 1,88 groß, 24 Jahre alt, spielt bei Grêmio, Serie A in Brasilien. Vertrag Nummer 2024, 1,8 Millionen. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt in Verbindung mit Werder stand, denn ein Brasilianer mit 24 jetzt in die zweite, also inmitten der zweiten Saison einzubürgern, ist eine ganz, ganz schwierige Nummer. So, also das sehe ich auch irgendwie nicht so als wirklich so geil an. Der eine hat sich richtig gefreut, ist auch nur bei 6%. Wechselwahrscheinlichkeit von 38 möglichen Spielen hat er 12 gemacht. Hier von 4 Spielen 3, von 6 Spielen 4, von 8 Spielen 2, von 15 Spielen 9. Ja, wie gesagt, also ich finde auch einfach, ich kann gar nicht so groß viel über den sagen, weil man halt einfach absolut nichts, nichts irgendwie über ihn kennt oder gehört hat oder sonst was. Deswegen, ich kann sowohl nichts Schlechtes sagen, aber als auch nichts Gutes. Versteht ihr, was ich meine? So, ich sehe gerade, dass hier im Chat kam, Handwerker kommt nicht. Guck mal, XJA6X, was auch immer das für ein Name ist, mal besser. Das ist auch ein gewisser Weise taktisches Vorgehen, was jetzt Hacking gemacht hat. Das ist ja auch vollkommen legitim. Ich finde es aber auch super gut, dass Anfo zum Beispiel direkt drunter schreibt, und das ist auch genau richtig so, Meldung aus Hannover, Duxch kommt nicht. Richtig, da hat auch jemand verstanden und jemand weiß, wie es funktioniert. Es wird immer sowas geben, dass eigentlich ein Interesse ist, dass Sachen schon als fast fix bestätigt werden und dann kommt noch mal ein, nein, der wechselt nicht und nein, da kann ich eigentlich einen Riegel vorschieben. So, warum kann man das nicht? Weil der Fußball eben auch ein Finanzsport ist. Das heißt, du bist auch nur so gut, wie deine Finanzen stehen. Funktionieren die Finanzen nicht, kannst du auch nicht ordentlich spielen. Und wenn das passende Angebot da ist, dann wird man das auch annehmen, weil man eben dann abwägen muss, nimmt man dieses Geld jetzt an und sucht sich schon mal jetzt eine Verstärkung oder guckt, wie man das Problem lösen kann. Oder in einem halben Jahr kriegt man nicht mal mehr einen Cent für den Spieler. So, dann hat man den Salat. Und Werder wird da mit Sicherheit Handwerker dann spätestens im Sommer holen. Wenn die den denn auch so haben wollen, wie es in den Zeitschriften steht. Ne? Das ist ja vorausgesetzt. Wir müssen uns ja irgendwo auch darauf verlassen. Es sind aber auch viele Insiderquellen, die auch sagen, ne? Das sieht wohl gut aus mit Handwerker. Ne? Also mit dem Spieler ist man sich wohl grundsätzlich ja einig. Deswegen sagt er nicht immer direkt, wenn dann irgendwer, das ist wie jetzt Baumann. Baumann hat gesagt, eigentlich bleiben alle Leistungsträger. Wir wissen aber alle, jeder Werder-Fan weiß, kommt ein passendes Angebot für Pavlenka, Friedel oder sonst oder Bittencourt, was finanziell so lukrativ ist, dass man da überlegen muss, dann wird man das annehmen. So. Und da kannst du halt nichts gegen sagen, weißt du? Oder auch nichts gegen machen, weil so ist halt das Fußballgeschäft, ne? Da steckst du einfach auch nicht drin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so. Ja, wir gucken mal weiter. Bremen hatte doch mal ein paar Jahren Scott in Südamerika eingestellt. Internet intrigieren, häufig zu lange dauert. Genau das ist es. Genau das ist es. Ist ja auch das, was ich meinte, Anfo. Ne? Manche Spieler, so wie jetzt auch diesen Rodriguez, den jetzt zu integrieren mitten in der Saison und dann als Verstärkung ziehen, ich weiß es nicht. Das ist wirklich schwierig. Ich bräuchte auch mal wieder einen Handwerker daheim. Sympathisch.
Erçan Kara, Mittelstürmerposition bei 2% nur. Da muss man sagen, da haben einige den auch ein Stück weit besser gesehen. Mich würde auch interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Würdet ihr gerne Erçan Kara bei Werder sehen? Dann schreibt mal eine 1 in Chat. Wenn ihr sagt, nee, hör auf, dann schreibt eine 2 in Chat. Und by the way, würde ich mich, wie gesagt, natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir die 100 Likes voll machen. Also die 50 erstmal und dann können wir später die 100 voll machen. 31 haben wir gerade. So, Erçan Kara, 3 Millionen Marktwert. Jetzt müssen wir auf der Liga, also hier Europa League, hat er 6 Spiele von 6 Spielen gemacht. Dabei aber nichts geschafft. 18 Spiele in der Liga. 17 davon absolviert, 9 Tore und 3 Vorlagen. Also 9 Tore, 3 Vorlagen in 17 Spielen ist jetzt nicht so verkehrt. Champions League hat er auch 2 Spiele gemacht, also Quali. Europa League Quali hat er 4 Spiele, 3 Tore und 1 Vorlage gemacht. Und im Cup hat er 3 Spiele und 2 Tore gemacht. 25 Jahre alt, 1,92 groß. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt, warum der interessant für den einen oder anderen ist. Das kann ich euch leicht erklären. Erçan Kara, das hatte ich auch in einem Video mal gesagt, die Leute, die es geguckt haben, werden das wissen. Und zwar ganz einfach, warum ist der interessant? Schreibt mal rein, Chat. Weil der Manager von Rapid Wien ihn zu verkaufen im Winter angeboten hat, sozusagen. Die wollen dem keine Steine in den Weg legen. Bevor der im Sommer ablösefrei wechselt, nimmt man den für 500.000 nochmal mit. Also 500.000, dann ist Erçan zu haben. Und für 500.000 ist das wieder eine Quote, wo man sagen kann, boah, ist ordentlich, ist okay. Ich sehe hier gerade schon wieder, abonniert mal alle HSV Michi. Guck mal, das ist sowas. Deswegen hatte ich die, ich mache das jetzt auch einfach wieder an. Ich habe heute, seid mir nicht böse, aber ich mache hier den Abonnentenmodus an. Also nur Abonnenten können reinschreiben. Und 5 Minuten müssen die auch schon Abonnent sein. Das liegt, also es ist einfach immer besser, weil die letzten Male war der Chat auch so viel, viel besser. Da können nämlich nicht einfach irgendwelche Trolle sich neue Accounts machen und dann so eine Scheiße wie jetzt. Das fuckt übertrieben ab. Bringt einen voll raus. Und gerade jetzt, wo man also habe ich ja gerade eben erklärt, ich habe Rückenschmerzen. So, kommt trotzdem live, so weißt du, und dann ist sowas extrem nervig. Ja, egal, lassen wir uns davon nicht aus dem Konzept bringen. Also Erçan Kara ist für 500.000 zu haben. Deswegen ist der halt attraktiver für den einen oder anderen. Jetzt aber eine Sache, die wir bedenken müssen, Chat. Und zwar, wir haben halt Justin, wo ich den Nachnamen nicht aussprechen kann, aus der U23. Und Van de Schip aus der U23. Und Eren Dinci als Rückhand für Lücke und Dux. Das ist die Frage. Holt man dann einen mit Erfahrung wie Erçan Kara oder setzt man auf die Jugend? Das könnt ihr jetzt beurteilen, sozusagen. Wir gehen wieder zurück zu unserer eigentlichen Seite. Fassner machen wir gleich, ne? Also, Fassner machen wir gleich. So, RTK. Laszlo Benisch. So. Laszlo Benisch. Gleiche wie gerade eben. Gerne mal reinschreiben, ob ihr den feiern würdet oder nicht. 1 in Chat, wenn ihr ihn feiern würdet. 2 in Chat, wenn ihr sagt, nee, eher nicht, ne? Also, Laszlo Benisch, 24 Jahre alt, ist er 24 geworden. So, 1,81 groß, zentrales Mittelfeld. Nationalität Slowakei, Slowake, Vertrag bis 2024, 4 Millionen Marktwert, von 17 möglichen Spielen 8 Spiele gemacht und eine Vorlage dabei erzielt. Ich glaube, der ist auch zuletzt nochmal reingekommen oder hat vielleicht vor Anfang gespielt. Ich glaube, der ist reingekommen. Hauptposition zentrales Mittelfeld, Nebenposition defensives und offensives Mittelfeld. Ist eigentlich eher ein Spieler, Kandidat für Beispiel Bittencourt würde gehen, dass Laszlo Benisch so eine Position einnimmt. Also wenn dieses System so bleibt bei uns, dann wäre das einer, der auf der Position von Romano Schmid oder Leonardo Bittencourt spielen würde. Dementsprechend eher nur bei einem Abgang von diesen Spielern, dass er dann zur Erwägung gezogen werden würde. Bevor jetzt wieder jemand schreit, 4 Millionen, das kann doch kein Werder Bremer zahlen und weiß was ich was und ey. Da gibt es eine ganz klare Nummer zu oder ganz klare Meinung zu, kann ich euch auch sagen. Das wäre nur eine Laie. So, vielleicht gibt es da eine Kaufoption bei dem Falle des Aufstiegs oder so, ne? Aber das wäre eine Laie, ganz klar. Ich sehe aber, Großteil würde es feiern. Ja. 8 Spieler, eine Folge. Ja, wie gesagt, Benisch hat auf jeden Fall eine gewisse Qualität. War ja auch nicht ohne Grund auch mal 10 Millionen wert. Es ist ein Kandidat, wo ich glaube, ich persönlich glaube, wenn Marx Anfang geblieben wäre, dann hätte man Benisch wahrscheinlich viel eher sogar schon geholt. Das liegt einfach daran, oder ist mein Dings, wie heißt es?
Ach, wie heißt es? Ah ja, genau, dass laut Marx Anfang wir unbedingt einen Achter gebraucht hätten. So. Und Lajoubenis hätte in dieses Profil super reingepasst. Daran lag es einfach, ne? So, wir machen aber weiter. So. Genau. So, Conan Andrić. Dieses Gerücht ist mal aufgeschwappt. Ich kann auch gar nicht groß viel dazu sagen, außer dass Fritz ja sich ein Spiel angeguckt hat von Dinamo Zagreb und da eben auch Conan Andrić beobachtet hat und noch einen Spieler von Dinamo. Andrić ist 26 Jahre alt, 1,89 groß, hat 5 Euroleague-Spiele gemacht, ein Tor dabei erzielt, in der Liga von 19 Spielen 13 Tore, 13 von 19 Spielen 13 Spiele gemacht und 5 Tore dabei erzielt. Im Pokal von 3 Spielen hat er auch 3 gemacht und dabei ein Tor erzielt. Hauptposition ist Mittelstürmer, 1,89 groß, 26 Jahre alt und sein Vertrag läuft nur noch bis 23. Hier wächst die Wahrscheinlichkeit auch nur zu Bremen und da auch nur 11%. Liegt einfach daran, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass ein Conan Andrić da eine wirkliche Verstärkung wäre. Also ich kann einfach grundsätzlich sagen, grundsätzlich kann ich einfach da nur sagen, dass Conan Andrić meiner Meinung nach keine Verstärkung wäre, dass ich ihn auch relativ uninteressant finde mit 26. Er ist jetzt auch kein Überperformer in der kroatischen Liga oder so. Und da würde ich tatsächlich viel eher auf die Jugend setzen, auf Eren Dinci setzen, auf unseren Justin setzen und das finde ich viel, viel wichtiger dann. Ne? Dann, wann gibt es deinen Kanal, Nico? Sommer 2020. 1,5 Jahre. Einige, wie geht's dir, Kalle? Ja, ganz gut, außer dass ich hier extrem Rückenschmerzen habe, aber sonst geht's mir gut. Ich kann als Bremen-Fan hier kein HSV-Anfänger tolerieren. Es tut mir leid, er kann froh sein, dass er nicht neben mir sitzt. Er hat jetzt die falsche Grundeinstellung, weißt du? Derby und Mentalität, alles schön und gut, bin ich bei dir. Aber hier im Chat und hier auf dem Kanal ist jeder willkommen, solange er sich benehmen kann. Jeder ist da willkommen, solange er sich benehmen kann. Das ist auch egal, welcher Fan man ist. So, es muss einem nur klar sein, dass hier das Thema Werder Bremen halt ist. Ne? Absolut, das ist Werder Bremen hier das Thema. Und das muss halt dann jedem auch klar sein. Ich denke, dass das ganz logisch auch ist, oder? Chat, wie seht ihr das? So. Aktuell, jetzt mal weiter. Adrien Lebe. So. Das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich euch gar nicht sagen kann, warum der überhaupt hier bei der Wechselwahrscheinlichkeit oder als Wechselkandidat dabei ist. Ich glaube, ich bin mir sicher, aber ich glaube, dass es vielleicht daran liegt, weil halt eben der User das so versucht haben reinzustellen oder so. Ich kann mir das sonst irgendwie nicht so ganz erklären. Weil mir sagt der überhaupt im Prinzip eigentlich gar nichts. Außer, dass der halt mit Willi zusammen bei Waldhof spielt. Aber, sonst kann ich euch dazu nicht sagen. Also, eins im Chat, wer den gut finden würde. Zwei im Chat, wenn ihr auch sagt, wie ich. Keine Ahnung. Also, 22, Franzose, offensives Mittelfeld, spielt in der dritten Liga, hat mit Fibuka 2 Spiele gemacht. Und in der dritten Liga hat er von 18 Spielen 16 Spiele gemacht, ein Tor dabei erzielt und 2 Vorlagen. Also, auch nichts. Nichts Berauschendes oder so, ne? 225.000 Marktwert, okay. Ja. Ist von Straßburg zu Mannheim gegangen. Straßburg spielt in der ersten Liga. Ich weiß gar nicht, warum der da in die dritte dann gegangen ist. Vielleicht war der auch da außen vor. Kann natürlich auch gut sein. Ja, guck mal, er ist von der Straßburg B dann hochgezogen. Ja, okay, gut. Also das ist ja... Ja, wie gesagt, also das ist jetzt auch nichts so, wo wir jetzt uns lange mit aufhalten müssen, glaube ich, oder? Der war relativ gut für dritte Liga, aber schwer einzuschätzen. Ja, aber guck mal, zum Beispiel so relativ gut für dritte Liga heißt ja auch nicht so, weißt du, gut genug für die zweite Liga und eventuell erste Liga, weißt du? Wir müssen ja auch gucken, also jetzt in diesem Sommer ist eine Sache mal ganz klar und ganz, ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir uns verstärken auf qualitativer Ebene, ne? So, für die Kaderbreite zum einen, also in die Breite stärker werden, in der Breite stärker werden, so. Aber auch gleichzeitig gucken, dass man
den Kader nicht zu sehr ausdünnt oder sonst was oder Leuten dann jemanden vor die Nase setzt. Also das sind so die Faktoren, ne? Die Leute, die kommen müssen, müssen die Ambition haben, ey, ich habe Bock, um den Aufstieg mitzuspielen. So. Und kann qualitativ was dazu beitragen. Da sehe ich halt ihn jetzt nicht so. Aber wie gesagt, ich kenne ihn auch jetzt dafür nicht so sonderlich, ne? So, Ragnar Arce, dieses Gerücht gab es auch ganz am Anfang, schon im Sommer mal. Das ist aber auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ragnar Arce, 23 Jahre alt, 1,83 groß. Marktwert von 1,8 Millionen, ist bei Frankfurt unzufrieden gewesen. Da hat er sich mehr aus dieser Saison irgendwie erhofft gehabt. Betrag mit 2,25, da geht's auch oder ging es auch in dem Gericht mehr um eine Laie, ne? Von 17 möglichen Spielen hat er 9 Spiele gemacht, eine Vorlage dabei erzielt. Das war es halt auch eigentlich. Also wäre ein Kandidat für eine Laie gewesen, kann halt auch auf links außen, rechts außen spielen. Daher wäre er dann interessant gewesen unter Marcus Anfang noch, wenn du dann mit Flügel, ne, mit einem Flügelspieler, also ihn sowohl vorne als auch den Flügel einsetzen hättest könnten, dann wäre das vielleicht was gewesen, ne? Da hat Baumi noch eine dritte Liga geplant, Explorer, ja. So ein Ding ist das, sagst du, ne? Ja. Also, wie gesagt, ne, ist jetzt auch nichts, ja, was wir da groß noch kommentieren müssen. Da kann man noch nicht sonderlich hier. So, jetzt gehen wir auf das wohl heißeste Thema: Christian Fasnacht. Christian Fasnacht, dieses Thema schwappt immer wieder auf. Da würde ich auch gerne eure Meinung wissen. Glaubt ihr und wollt ihr, dass er kommt? Eins in Chat, wenn ihr sagt, ah, nee, weiß nicht, dann zwei in Chat. Hat in der Champions League von 6 möglichen Spielen 3 Spiele gemacht. Hat in der Super League in der Liga von 18 Spielen 11 Spiele gemacht. 7 Tore und eine Vorlage dabei erzielt. Champions League Quali, 6 Spiele, eine Vorlage. Und im Cup von 3 Spielen 1 Spiel gemacht. Er ist nämlich auch verletzt. So, jetzt sehen wir auch hier. Gehörerschütterung, Rückkehr voraussichtlich 31.12.2021, ist aber auch nicht mehr aktuell, denn die Rückkehr von Christian Fasnacht so richtig in den Spielbetrieb erwartet man wohl erst Ende Januar. So, jetzt ist dann die große Frage, selbst wenn er kurz vorher fit werden würde, wenn Christian Fasnacht zu uns kommen würde, würde er zu 90-95%, eigentlich können wir sagen, der würde definitiv, aber sagen wir mal 90-95%, gibt ja immer so eine Ausnahme, würde der auch nicht mit ins Trainingslager reisen. So, das heißt, er würde dann nicht mit ins Trainingslager reisen, würde dann erst Ende Januar wirklich zu uns stoßen. Ja, das ist halt so, ich sehe das schon so ein bisschen problematisch. Ich glaube, dass Christian Fasnacht ein Spieler ist, der natürlich qualitativ, wenn er bei uns wäre, wäre der auch höchstwahrscheinlich schnell ein Stammspieler. Darüber wollen wir uns nicht unterhalten. Das ist ein super starker Spieler, ja. So, der aber auch gesagt hatte, und das war ja auch der Grund, warum im Sommer diese Tür aufgegangen ist, Fasnacht war extrem unzufrieden bei Bern. Hat sich auch nicht wertgeschätzt mehr gefühlt und wollte deswegen woanders hin. Wäre auch klar gewesen, dass er auf die internationalen Ambitionen verzichten hätte müssen, aber ligamäßig würde er sich steigern wollen. Deswegen hat er halt die zweite Bundesliga vor der Schweizer ersten Liga gesehen. So, wenn es denn ein Aufstiegskandidat ist. Deswegen war für ihn Werder wohl im Sommer interessant. So, aber diese Situation hat sich auch ein Stück weit verändert, denn Christian Fasnacht hat ja auch schon gesagt, dass er jetzt mittlerweile sich auch wieder mehr wohlfühlt bei Bern. So. Daher glaube ich persönlich nicht an einen Wechsel von Fasnacht zu Werder. Kann ich mir irgendwie aktuell nicht vorstellen. Gerade, wie gesagt, auch mit den Grundvoraussetzungen, dass er eben nicht ins Trainingslager mitgehen könnte und diese Ablösesumme, die ja sowieso, das ist dann auch wieder sowas, es wäre dann wahrscheinlich nur attraktiv oder machbar, wenn auch ein Spieler geht im Mittelfeld. So. Und wer geht im Mittelfeld am ehesten? Eigentlich Leo Bittencourt, sonst fällt mir da auch keiner ein. Zwei bitte keine Verletzten mehr verpflichten, das geht immer schief bei uns. Fasnacht macht 0% Sinn, außer Bittencourt würde gehen. Ja, gut, das ist ja die Sache, ne? Wenn Bittencourt dann gehen würde. So. Eine Gehirnschütterung sollte eigentlich kein Problem darstellen. Er hat wohl nicht nur Gehirnschütterung, er hatte doch auch irgendeinen Bruch oder sowas gehabt. Ich bin mir da auch nicht genau sicher, was er da hatte, aber da war noch irgendwas anderes. Wie gesagt, ich glaube, dass das ja auch nicht mehr aktuell ist. Das war ja letztens in einer ganz anderen Meldung auch nochmal, ne? So, genau. Das waren die Gerüchte. Die sind wir jetzt mal durchgegangen. Jetzt große Frage, Roger Assalé, da machen wir auch nochmal kurz das Fass auf.
Würdet ihr die Leihe von Roger Assaleh abbrechen im Winter? Eins im Chat. Oder sagt ihr, nein, um Gottes Willen, der muss seine Chance noch kriegen, der wird auch noch kommen, dann schreibt mal eine 2 in den Chat. Dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und es würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr auch den Kanal noch nicht abonniert habt oder noch kein Like gemacht habt. Gerne, gerne nachholen, einfach mal ein Däumchen nach oben setzen und ein Abo da setzen. So, würde mich sehr freuen. Würdest du, du meinst den von Bayern, ne? Also, wenn ihr das Bayern-Talent, ne? Das Bayern-Talent, Motika, meinst du, denke ich mal? Motika ist insofern interessant. Ich sag mal so, Motika, da reden wir morgen drüber. Morgen kommt nämlich ein Video mit dem guten, ich sag euch einfach noch gar nicht, wer es ist. Morgen kommt ein Video mit einem Gast, mit einem Münchner, also mit einem Bayern-Typ, Bayern-YouTuber, so. Und dieser Bayern-YouTuber erzählt uns ein bisschen was über Adrian Fein und auch über Motika. Okay? 1, 2, 3, das ist sehr unausgeglichen, ne? Assaleh, da ist keine einheitliche Meinung. Aber ich bin bei dem letzten Kommentar hier gerade von Werder Juno. 2 Vorbereitungen abwarten. Ich bin auch gespannt auf die Vorbereitung. Denn in der Vorbereitung kann er sich nochmal zeigen. Und ich glaube halt, dass er einfach als Kandidat noch bleibt gerade, um eben, wenn doch Verletzungen kommen, in der Breite gut aufgestellt zu sein. Und sich eben nicht nur auf eine Talente dann zu verlassen, sondern eben auch auf Assaleh. Ich glaube aber nicht, dass die Kaufoption gezogen wird, sage ich auch mal direkt mal so rein. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Justin und auch Ehren da aufgebaut werden, hinter Duxch und hinter Füllkrug. Da bin ich auch ehrlich. So, auch einer der Kandidaten ist natürlich Leonardo Bittencourt. Da fragen wir auch nochmal ab. Was sagt ihr denn bei Bittencourt? Meint ihr, er könnte uns noch im Winter verlassen? 1 in Chat oder sagt ihr, nee, 2 in Chat? Bin ich auch sehr gespannt. Das ist natürlich auch ein Stück was schwierigeres Thema. Ja. Warte mal ganz kurz. Ja, okay, gut. Er hat es ja sowieso schon gepostet. Also, der Talk morgen, der ist mit dem guten Liha. So, kann ich euch schon mal sagen. Er hat nämlich gerade auch eine Ankündigung gemacht. Deswegen kann ich euch das schon mal sagen. Da sehe ich ganz viele Zweier, aber der hat auch durchgespammt. Tubelino, immer bitte nur einmal schreiben, das ist besser bei Abstimmungen. Boah, Freunde, seid nicht böse, ne? Wir können nicht mehr lange machen mit dem Live. Ich kann hier auf diesem verkackten Stuhl nicht sitzen. Weil ich habe, wie gesagt, vorhin schon mit dieser Decke diese Taktik gemacht. Für die Aufnahmen. Bei den Aufnahmen beißt er durch und dann gib ihm. Aber ich merke das immer mehr gerade. Das ist echt kacke mit dem scheiß Stuhl. Wartet mal, ich hatte noch einen, wo ich unbedingt noch ein wollte. Ah ja, klar, Lars Lukas May. Hier auch wichtiges Thema. Lars Lukas May, würdet ihr die Leihe abbrechen? Schreibt eine 1 in Chat oder sagt ihr, nein, der wird noch kommen, dann 2 in Chat. Lars Lukas May mit höheren Erwartungen gekommen, hat ja auch in der Vorbereitung, sage ich mal, den Mund so ein bisschen vollgenommen, indem er auch gesagt hat, er möchte, dass die Verteidiger Angst vor ihm haben und so, ne? Der ist auch ein Mentalitätsspieler, der lebt auch so ein bisschen von der Mentalität. Der weiß auch, was Zweikampf heißt, das können wir auch so festhalten. Aber ist halt manchmal einfach noch ein bisschen fehlerbehaftet, liegt aber auch vielleicht ein bisschen an seinem Alter. Er ist halt 21 Jahre jung, ne? Das darf man nicht vergessen, ne? So, dennoch, dadurch, dass wir eine Dreierkette aktuell spielen, kann das auch wirklich sein, dass man sagt, okay, nein, wir müssen das mal auch behalten, also auf eine Art und Weise, weil halt einfach wir breit aufgestellt sein müssen. Versteht ihr? Das ist halt auch das Ding dann, ne? 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Mai ist schlecht. Ja, ist so ein bisschen unausgeglichen, aber mehr Leute sind für eher sogar Leihe abbrechen.
Marco Friedel, so einer der, wo es auch viele Gerüchte gibt, wo auch viele Insider vermuten, dass es da schon wohl Gespräche gegeben haben soll. Wir wissen natürlich auch nicht viel, was dahinter steckt. Aber so wird Marco Friedel uns im Winter verlassen. 1,87 groß, 23 Jahre alt, hat von 18 möglichen Spielen 13 absolviert, dabei 3 Tore und 2 Vorlagen erzielt. Natürlich für einen Innenverteidiger wirklich auch eine gute Statistik. Hat noch einen Marktwert von 3,5 Millionen, aber nur noch einen Vertrag bis 2023. So, das heißt noch 1,5 Jahre Vertrag. Wie seht ihr das? Eins im Chat, wenn ihr sagt, würdet ihr verkaufen im Winter? 2 im Chat, wenn ihr sagt, nein, behalten. Mai macht den eigenen Fans mehr Angst als die Gegner. Was wird jetzt aus deinem alten Verein? Gibt's noch keine Neuigkeiten? Wie Friedel auftritt, ist was Positives bei ihm passiert, denke er geht. Ich glaube auch irgendwie, ich kann mir gut vorstellen, dass er geht. Sagen wir mal so, es würde mich nicht überraschen. Leistungstechnisch würde ich ihn absolut behalten wollen. Yolanda, bitte nur einmal abstimmen, nicht so oft hintereinander spam. Leistungstechnisch würde ich ihn definitiv behalten wollen. Ich glaube aber einfach, dass bei Friedel, ich sag ja ab 5 Millionen, wenn 5 Millionen Angebot kommt von Friedel, dann ist er weg. Dann ist er definitiv weg. Sag ich. Verkaufen, wenn man 4 Millionen bekommt, sonst nicht. Niemanden verkaufen von der Startelf, aufsteigen. Ja, das Problem ist, wenn das so einfach wäre, ne? Wenn die Summen stimmen, dann kannst du halt nicht viel machen, ne? Und wenn du jetzt hier 5 Millionen bekommst, dann kannst du dich ja auf eine andere Art und Weise auch wieder verstärken. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen, ne? Guck mal, 57 Likes haben wir. Würde mich freuen, wenn wir die 100 voll machen, Chat. Oder Friede verkauft im Winter, aber dann Handwerker holen. Das ist ja so eine Idee, so eine grundsätzliche. Wenn man zum Beispiel Friede verkauft, Handwerker holen und Adrian Fein zum Beispiel. So ein Doppelding dann zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Dings geschrieben wird. Das habe ich jetzt so safe falsch geschrieben, ja. Aber Regensburg. Jan Regensburg. Besuschkow da. So, auch hier gibt es wieder einige Gerüchte mit Max Besuschkow. Aber auch, wie wir auch hier sehen, Spartak Moskau. Auch wenn da jetzt der Fall nach unten geht, sind da die Gerüchte dran. Max Besuschkow, 24 Jahre alt, bei Jan Regensburg, also bei unserem Konkurrenten sozusagen. 1,87 groß, im zentralen Mittelfeld aufgehoben. Wobei ich ihn auch wieder weniger eher als Sechser sehen würde. Ich würde bei Besuschkow auch wieder eher sagen, dass es ein Achter ist. Also da würde ich auch Adrian Fein eher holen als Besuschkow. Für die 6, wenn man sagt, ich sage jetzt mal nur mal so ein Beispiel, wenn man sagt, okay, ein Leo Bittencourt geht, dann könnte man ja auch einen Besuchkow und einen Adrian Fein holen. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, dass die beiden sich nicht irgendwie hier blockieren, dass man sagt, okay, man kann dann nur einen holen oder so von der Spielart her. So, jetzt, auf jeden Fall hat der von 18 Spielen 17 Spiele gemacht. 5 Tore dabei jetzt hier, 2 Vorlagen, 2 gelbe Karten. Ist auch ein absoluter Leistungsträger bei Regensburg. Da sind nicht nur wir dran, da ist auch nicht nur Spartak dran. Ich glaube, da haben ein paar Vereine schon so ein Auge drauf geworfen. Aber das wäre natürlich etwas Tolles. Der hat den DFB-Pokal gewonnen. Mit Eintracht Frankfurt, seit den 17/2018, auch nicht schlecht. Okay. So, ja, auf jeden Fall sehe ich ihn eher so als Achter, Zehner, also eher so da Richtung Bittencourt, Romano Schmid Position, genau. Sehe ich, wie gesagt, absolut Adrian Fein vor ihm, also auf der Sechser-Positionsfrage. So. Niklas Schmidt können wir gerne uns auch nochmal angucken, unser guten Niklas. Wo ist er da?
Was sagt ihr denn bei Niklas Schmidt? Was sagt ihr bei Niklas Schmidt? Wird er sich wieder zurück in die Startelf kämpfen? Eins in Chat oder sagt ihr, ich glaube, das wird nichts mehr? Dann mal eine 2 in Chat. 800.000 Mark hat er, 11 Spiele hat er gemacht, von 18 ein Tor dabei erzielt und 4 Torvorlagen. Hauptposition offensives Mittelfeld, Nebenposition zentrales Mittelfeld. Niklas Schmidt ist auch für mich auch eher einer der Kandidaten, die dann für Romano oder für Bittencourt mal spielen werden. Aber ja. Soll wieder spielen. Hat einen feinen Fuß, einen guten Spielaufbau hat er. Romano gerade auftritt. Ich sag mal so, also dass Niklas Schmidt jetzt gerade schwierigere Karten hat, ist ja klar. So, aber ihn gerade für die Breite zu haben, tut schon gut. Und für die Standards wäre er absolut einer. Seine Ecken sind brutal, aber sonst. Ja, seine allgemein, seine Standards, aber auch seine Bälle aus der Diagonale heraus sind gut. Der ist nur halt kein absoluter Sechser, das ist klar. Er ist eher so mehr so ein Achter. Sie hatte mich ja auch mal diese Aussage verwundert von Marx Antwan, der da gesagt hat, wir brauchen noch Verstärkung auf der 8. Wir haben eigentlich viele Spieler, die man auf die 8 setzen könnte. Meiner Meinung nach zumindest. Genau, wenn für Romano oder Bittencourt. Ja. Kann auch nicht angehen, dass der jetzt gecancelt ist. Wegen 2 schlechten Spielen, dann müsste ganz anderes. Ja, eben, ich sag ja, ich finde, Niklas Schmidt wird auch seine Chance noch kriegen und ist für die Breite absoluter Kandidat. Ich glaube auch, wenn vor allen Dingen mal wenn vor allen Dingen mal Leo oder Romano rausgehen, dass man dann auch Niklas Schmidt reinbringen kann. Zum einen für die Standards, zum anderen auch für die Spielentwicklung. Ne? So, da sehe ich Niklas Schmidt absolut drin. Hat er will selten loswerden, könnte man billig bekommen. Komm, wir machen uns noch einen Spaß, machen wir uns noch. Ah, warte mal. Oh, ich habe schon wieder so Schmerzen. Nee, das könnte ich gar nicht vorstellen. Der hat nur noch einen Marktwert von 2,8 Millionen. Überlegt mal, der war einfach mal 20 Millionen wert. 20 Millionen. Alter Schwede, Alter. Boah. Das ist echt ein Abfall daraus geworden. Das ist heftig, ne? Hier, David Selke. Komm. Haut mal einen raus. 2,8 Millionen. Wie viel würdet ihr für einen David Selke bezahlen? Einfach mal reinschreiben, wie viel würdet ihr für David Selke bezahlen? Sechser wird nicht kommen, Werner wird Rapp, Ruhr und Groß für die 6 sehen. Sechser wird nicht kommen, wird Rapp, Ruhr. Weiß ich nicht, Max, weiß ich nicht. Ruhr wurde auch zuletzt eher für Bittencourt oder Romano eingewechselt. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch in eine zentralere Position kommt. Grosso ist auch jemand, der je nachdem, wer geht, in die Innenverteidigung rücken könnte. Und es ist ja auch, das kam ja schon immer wieder raus, also dass ein Sechser geholt werden soll, das ist ja schon eine ganze Weile so. Und jetzt, wo Adrian Fein zum Beispiel so auf dem Markt ist, man hat ja auch gesagt, man beobachtet den Markt. Wenn man die Option hat oder die Möglichkeit hat, einen Adrian Fein zu holen, sollte man das schon machen, glaube ich. 15 Millionen Raten. Ich würde noch Geld verlangen, 1 Cent, 700.000. Hätte er noch 15 gekostet, 500.000, 20 Cent, 500.000, 10 Millionen soll, hat Hertha noch zuzahlen. 1 Euro, wenn Werder 5 Millionen bekommt, dann ja. 1,9 Millionen, 600.000, 500.000. Ja, das ist schon krass, ne? Wenn ihr mal überlegt, der hatte mal einen Marktwert von 20 Millionen, auch in der Vorbereitung, ne? Hat der ja auch irgendwie einen Dreierpack oder so gemacht. Da haben die ja noch gesagt, oh, guck mal, bei Hertha wird er wieder aufblühen und so. Das sehen wir.
ist eine ganz, ganz blöde Sache. Spieler, also von der Mentalität her, habe ich Selke auch echt mal sehr gemocht, ne? Leider hat er letztes Jahr halt wirklich absolute Kacke gespielt. Muss man ja auch mal so sagen können, ne? Und ist halt jetzt hier auch bei der Hertha scheinbar weiter in dieser Versenkung gelandet, ne? Was willst du so groß sagen? Okay, meine Freunde. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, das Problem ist, wie gesagt, ich kann nicht länger streamen. So ein Stündchen schaffe ich, aber mein Rücken macht zu. Ich muss gucken, dass ich Richtung Januar mir einen neuen Streamingstuhl hole. Mir vielleicht was überlege, wie wir statt, also so lange dann immer streamen können. Ich werde mir da was einfallen lassen. Heute mal mit der Decke ausbilden, war jetzt nicht so eine gute Idee. Aber ja, ich danke trotzdem jedem, der zugeguckt hat. Lasst gerne nochmal ein Like auf dem Stream da. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wenn ihr das im Nachhinein tut. Schreibt auch gerne, wenn der Stream jetzt gleich offline geht, dann sind ja unten Kommentare. Schreibt doch unten mal bei den Kommentaren rein, welche Spieler wir uns demnächst angucken sollen, transfertechnisch. Wer ist da interessant? Wen sollen wir uns angucken? Einfach mal reinschreiben. Ja, dann können wir uns da gerne auch mal 1, 2, 3 Namen anschauen. Ich kann nicht einfach von der. Ich bin doch gar nicht mehr da in der Wohnung, die du da gerade im Kopf hast, Explorer. Genau, dann können wir uns die gerne mal reinziehen und dann schauen wir einfach mal. Genau, und ich habe hier übrigens auf meinem Zweitkanal habe ich ein Video heute gebracht zu diesem Bayern Talent, ne, hier. So, Nemanja Motika, könnt ihr euch gerne reinziehen, aber auch wirklich gerne vom Fußballverein zum Flüchtlingslager. Das ist ein sehr schönes Video geworden oder ein sehr gutes Video geworden. Das habe ich gestern gebracht. Könnt ihr euch gerne hier reinziehen. Ich habe euch mal den Link reingezogen. Das ist mein Zweitkanal. Gerne mal abchecken. Und damit bin ich raus. Haut rein, Leute. Danke für den Stream. Und